Alles okay bei euch. Ja, also geht einfach in den Punkt rein. Oh mein Gott. Guten Morgen. Wir haben gerade Freitag morgens, also um 11 haben wir jetzt, glaube ich, morgens. Ich habe mir übers Wochenende spontan Social Media frei genommen. Die meisten dürften es mitbekommen haben, die mich auf Twitter, Instagram oder nicht den Stream kennen, weil ich das überall gepostet habe. Ich weiß auch nicht, mir wurde das irgendwie alles ein bisschen zu viel und ich brauchte ein bisschen Auszeit. Und ich muss sagen, tut das sehr gut. Auf jeden Fall dürfen wir heute die Frettchen abholen. Und ich möchte euch natürlich da mitnehmen. Ich möchte nicht, dass ihr das verpasst. Und deswegen filme ich natürlich, nehme euch mit. Freue mich sehr. Ich bin sehr aufgeregt. Konnte auch gestern gar nicht schlafen. Ich bin so gespannt. Wir müssen jetzt noch ein, zwei Sachen holen aus dem Futterhaus. Dann holen wir die Kleinen ab. Ja, dann let's go. Hallo, wir fahren jetzt erstmal mit diesem Auto zu meiner Schwester und bekommen dann netterweise das Schwester von meinem Auto. Und bekommen dann das Auto von meiner Schwester netterweise. Weil dieses Auto hier hat keine Klimaanlage und für die Frettchen, die gehen dann halt ein. Deswegen, das geht nicht. Es ist sehr nett von meiner Schwester, dass sie uns das Auto leiht. Jetzt müssen wir aber erstmal dahin fahren und es ist gerade so ein bisschen Stau. Ich denke mal, dass es auch wegen den Ferien unter anderem ist. Aber naja, es sind ja nur 40 Grad. Wir sind angekommen und sie kommen jetzt raus. Freiheit, kommen Sie. Erstmal ganz vorsichtig. Also geh einfach in den Punkt rein. Oh mein Gott. Ich kann ja verstehen, warum man sich abfühlen will. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, geh ruhig da rein, Suki. Und komplett nass. Ey. Es ist so eine kleine Freche. Da ist jemand müde. Zu viel gespielt. Vor allem so voll hinten versteckt. Hallo, ich bin jetzt gerade wach geworden. Ich habe mich ein Stündchen hingelegt. Ich war so müde. Holy shit, es war einfach so anstrengend, weil es so ultra warm war. Und es war alles übel anstrengend. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen hingelegt. Wir machen jetzt einen Kaffee und gehe dann nochmal ins Frettchenzimmer. So, let's go. Mal schauen, was die Kleinen so machen. Hallo. Ist jemand wach? Nee, raus geht's hier nicht. Dann packen wir dich mal und gehen wieder hier rein. Es tut mir sehr leid. Die kleine May ist wach und will mich zwicken. Hey. Ich bin halt auch so unbeholfen. Raus. Ja! Hat's geschafft. Die Füße. Mom im sicheren Käfig. Da schläft jemand auf der Röhre ein. Und einer ist in der Röhre. Also ich merke schon, June pennt überall. Der hat eben auch zwischen Röhre und Wand geschlafen. Dort drüben, ganz genau da zwischen Röhre und Wand hat er gepennt. Und heute Nacht hat er auch schon im Katzenklo gepennt. Also dem macht das anscheinend nicht viel aus. Die Mädels sind da, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Obwohl May gestern auch im
im Rohr geschlafen hat. Also. Und da sind sie alle eingeschlafen. Jun, was machst du da? Oh Mann. Ich habe jetzt hier gerade schon mal ein bisschen sauber gemacht. Ich muss nachher nochmal hier durchsaugen, aber ich habe wenigstens schon mal ein paar Ecken desinfiziert, die Katzenklo sauber gemacht. Und da hinten in der Ecke war es halt ultra dreckig. Also da haben sie irgendwie, weiß ich nicht, gegraben. Da habe ich auch einmal gesaugt und alles desinfiziert. Ja, ja, kleinen Chaoten. Geht's doch nicht weiter? Ja, da ist halt eine Wand, ne? Ich weiß schon, warum ich eine Kapuze anhab. Übrigens wurde ich gefragt, wie ich die drei auseinanderhalten kann. Das hier ist zum Beispiel April und ich kann sie an der Schnauze auseinanderhalten tatsächlich, weil sie hat zum Beispiel eine komplett dunkle Nase bzw. Schnauze. Seht ihr das? Sehr glatt und dunkel. Ne, zeig mal dein Gesicht. Und die anderen beiden nicht. Also die anderen beiden, die sind eher so, ja, nicht so glatt und nicht so dunkel halt. Und der Jun, der da gerade das mit Hausschuh bekämpft, ist halt viel größer als die anderen beiden. Daran erkenne ich ihn halt sowieso. Aber die beiden haben halt auch komplett andere Schnauzen, wenn ihr das so seht. Bei den beiden jetzt ganz anders als bei ihr. Sie ist halt so ein, vom Gesicht her so ein, ja, Bärchen. Die ist ein bisschen dunkler, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Nee, vom Fell her sind die halt sehr gleich, ne? Ja, ja. Leute, ich bin kein Baum. Ihr habt da, by the way, auch einen Kratzbaum, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Ihr benutzt den gar nicht. Übrigens, ich musste hier jetzt doch ein Katzenklo hinstellen, was auch schon mega vollgeschissen ist, weil ich hatte da so einen Korb, wo die sich reinlegen konnten. Und ich habe mir so schon gedacht, warum stinkt das hier in dem Zimmer so? Weil ich habe eigentlich alles sauber gemacht. Und dann habe ich geguckt und dann haben die da einfach komplett reingeschissen. Jedes Mal, wenn die, siehe Schlafplatz hier. Und anscheinend war es halt so dringend jedes Mal, dass die da reingeschissen haben und nicht den Weg durch die Röhre nach unten geschafft haben. Ja. Naja, man lernt dazu. Jetzt steht da ein Katzenklo. Ja, gut. Und ich wundere mich schon, weißt du? Sie sieht tatsächlich zum ersten Mal auf dem Kratzbaum. Oh, nice. Voll cool. Ich finde nicht, dass die von da aus auf die Fensterbank springt, to be honest. Das wäre nicht so geil. Du bist gerade erst wach geworden. Hoppala. Einmal auf Toilette? Ja, ne? Ja, doch. Ja, sehr schön. Toll. Ey. Alter. Hallo. Ich wollte euch noch eben zeigen, ich habe mir, beziehungsweise für das Frettchenzimmer habe ich so, wie heißt das? So Steckdosensicherungen, Kindersicherungen für Steckdosen geholt. Werde ich noch anbringen. Also eigentlich gehen die Frettchen nicht an die Steckdosen, das interessiert die eigentlich gar nicht. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und bringe die an. Es hatten auch ein paar Leute gefragt, ob Frettchen an Kabel gehen. Eigentlich nicht, außer die sind so aus so einem speziellen Silikon. Dann knabbern die so ein bisschen dran, aber normalerweise interessieren die sich so null dafür. Irgendwie habe ich in dem ganzen Video immer nasse Haare. Weiß auch nicht, es ist halt so warm schon wieder und es ist gerade so angenehm. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von den Frettchen sehen möchtet, beziehungsweise immer auf dem Laufenden sein möchtet, dann schaut mal bei dem Instagram-Account vorbei. Ich habe nämlich für die Frettchen einen Instagram-Account gemacht, weil ich hatte so viel Zeug zum Posten auf meinem Handy und ich wollte das alles nicht auf meinen normalen Account posten, vor allem auch in meinem Feed, das passt halt einfach nicht rein. Dementsprechend habe ich einen extra Account gemacht. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert und da auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut da gerne mal vorbei. Ich bin da, beziehungsweise Tom blendet ihn jetzt ein. Ich hatte jetzt noch ein, zwei Katzenklos bestellt, damit ich noch ein paar Ecken absichern kann. Und ich habe mir noch so ein, es steht hier, es kann
kann ich euch gleich zeigen, so ein Hundeabsperr-Dingsi geholt, was ich an die Tür mache. Ich bin mir nur unsicher, ob die Frettchen da nicht dran hochklettern können, aber ich schaue mal, ob ich dann vielleicht einfach Bretter dran mache oder so, damit die da halt nicht hoch können. Ja, schauen wir mal, ich zeige euch das mal eben. Und zwar ist es das hier, das muss ich dann noch anbringen und ich hoffe, dass im Notfall die dann nicht aus dem Zimmer können, weil ich lasse das nachts halt auch auf, weil ich halt auch durchlüften möchte und so und weil die mir sonst immer hinter die Tür kacken. Das ist irgendwie so ein Frettchen-Ding. Deswegen, ja, hoffe ich, dass das klappt. Genau, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video und bis dann. Tschüss.